Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Donnerstag. Neues und Interessantes aus Niederschlesien und dem Zittauer Gebirge. Hallo und herzlich willkommen zur Lausitzwelle Regionalzeit. Heute haben wir jede Menge Neues der letzten Tage für Sie aus Niederschlesien und dem Zittauer Gebirge. Mit Bedauern und Verärgerung hatten die Landräte von Bautzen und Görlitz, Udo Witschers und Stefan Meyer auf die Presseerklärung der Bundesregierung vom 7. Februar reagiert. Darin teilte der Bund mit, dass er 2030 keine Steigerung der Streckenelektrifizierung im Freistaat vorsieht. Das bedeutet, dass der Ausbau der Bundesautobahn 4 und die Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen Dresden, Bautzen und Görlitz auch viel später verschoben wird. Mit Bedauern und Verärgerung haben die Landräte von Bautzen und Görlitz, Udo Witschers und Stefan Meyer, auf die Presseerklärung der Bundesregierung vom 7. Februar reagiert. Darin teilt der Bund mit, dass er 2030 keine Steigerung der Streckenelektrifizierung im Freistaat vorsieht. Das bedeutet, dass der Ausbau der Bundesautobahn 4 und die Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen Dresden, Bautzen und Görlitz auf viel später verschoben wird. Doch diese Ausbaumaßnahmen seien von immenser Bedeutung für die Oberlausitz. Einig sind sich die beiden Landräte, dass eine gut ausgebaute und flüssige Verkehrsinfrastruktur ein entscheidender Standortfaktor mit großer Strahlkraft für die Lausitz sei. Gerade große Unternehmen schauen sehr genau auf die Anbindung bei ihren Standortentscheidungen. In der Pressekonferenz am vorigen Donnerstag hat Landrat Meyer darum die Überlegung geäußert, die Investition als Landkreis gemeinsam mit den Kommunen zu tätigen, quasi in Vorleistung zu gehen, damit diese Region nicht vom Rest des Landes abgehängt wird. Ich bin Realpolitiker, also ich kann natürlich jetzt sagen, das ist Bundesaufgabe und diese Forderung immer wieder aufmachen. Wenn ich aber weiß, dass bundesweit zigtausend Brücken und andere Straßen gebaut werden müssen und die Mittel begrenzt sind, dann kann ich das fordern, werde aber wahrscheinlich politisch dahingehend nicht den Erfolg haben. Und jetzt haben wir eine Möglichkeit, mit Strukturwandelgeldern diese Infrastruktur, die ja wichtig ist für Strukturentwicklung, auszubauen. Und deswegen wollen Udo Witschers und ich gemeinsam mit den Kommunen, also nicht gegen die Kommunen, darüber müssen wir wirklich vernünftig reden und auch gemeinsam entscheiden. Und wenn wir zu der Erkenntnis kommen, dass wir Gelder, die eigentlich für kommunale Projekte vorgesehen sind, in diese Maßnahme Strukturentwicklung über Infrastruktur stecken, dann sollten wir das tun und natürlich auch mit dem Bund verhandeln, dass das in erster Linie jetzt ein Vorschuss ist, dass im besten Fall der Bund diese Mittel uns dann zurückgibt. Aber ob das passiert, das steht in den Sternen. Das ist eine berechtigte Forderung, so werden wir das auch verhandeln. Aber erstmal müssen wir uns hier vor Ort einig sein, ob wir diesen Weg eines Vorstreckens überhaupt gehen wollen. Wenn die positive Gestaltung unserer Zukunft gelingen soll, dann müssen die Hauptverkehrsadern als Grundsatz jeglicher Mobilität zuallererst zukunftsfähig ausgebaut werden. Die Elektrifizierung und der Ausbau der A4 auf der Strecke Dresden-Bautzen-Görlitz ist Fundament des Strukturwandels, so Landrat Udo Witschers. Anträge für eine Zuwendung zur Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung können digital noch bis zum 31. März über das Förderportal des Landkreises Görlitz eingereicht werden. Im Rahmen der Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen wurde im Landratsamt unter anderem auch für diese Anträge ein neues Förderportal eingeführt, welches verschiedene Fördertöpfe bündelt. Bürgerinnen und Bürger haben dadurch die Möglichkeit, Anträge nach einmaliger Registrierung digital zu stellen, zu bearbeiten und zu verwalten. Bürokratie wird abgebaut und Verwaltungsabläufe so vereinfacht. Informationen rund um die digitale Antragstellung finden Sie unter inklusion.landkreis.görlitz. Seit Jahresbeginn können Besucher die Gedenkstätte Großschweidnitz mit einem Audioguide erkunden. Wie die Sächsische Gedenkstättenstiftung mitteilt, an 13 Stationen erfährt man mehr über die Geschichte des Friedhofes und die Nutzung während der NS-Krankenmorde. An ausgewählten Stationen werden auch Biografien erzählt, zum Beispiel die der 1944 ermordeten Elli Helm. Der Rundgang dauert etwa 45 Minuten und ist barrierefrei. Der Audioguide ist kostenlos und in deutscher sowie englischer Sprache verfügbar. Er kann auf jedes handelsübliche Smartphone heruntergeladen werden. Das Gerhard-Hauptmann-Theater sucht Komparsen für das Abenteuerstück Die Schatzinsel. Es wird in diesem Sommer auf der Waldbühne in Jonsdorf aufgeführt.
Wer für das Stück, das an dem gleichnamigen Roman von Robert Louis Stevenson angelehnt ist, vorsprechen möchte, sollte sich am Samstag, den 9. März um 10 Uhr, zum offenen Casting auf der Probebühne 2 im Großen Haus in Zittau einfinden. Alle Interessierten, die sozusagen mitfahren möchten auf der Insel, mindestens 14 Jahre alt sind und die Lust haben, einmal auf der großen Bühne zu stehen, sind willkommen. Die Proben beginnen dann am Montag, dem 6. Mai um 10 Uhr und am 15. Juni ist um 17 Uhr die Premiere geplant. Auf Initiative der Geschwister Christian und Christina Wess hat sich vor wenigen Tagen der neue Verein Tierheim Görlitz gegründet. Sein erklärtes Ziel besteht darin, das Görlitzer Tierheim zu retten. Auslöser war die Ankündigung des bisherigen Betreibers vor dem Stadtrat, das Tierheim zum Ende des Jahres zu schließen. Die beiden Initiatoren des neuen Vereins arbeiten schon seit mehreren Jahren in der Einrichtung. Laut ihren Angaben gibt es bereits seit 2 Jahren Gespräche zu einer Übernahme. Der neue Verein besteht aus 18 Gründungsmitgliedern, die schon eine Satzung beschlossen und einen Vorstand gewählt haben. Den Vorsitz übernimmt demnach Christian Wess. Zahlreiche Besucher strömten am letzten Samstagabend in den Fürst-Pückler-Park Bad Muskau. Die Stiftung Fürst-Pückler-Park, die Stadt Bad Muskau und das polnische Wenknica luden wieder zum jährlich stattfindenden Winterlichtfest ein. Dabei wurden altes und neues Schloss sowie die Umgebung farblich in Szene gesetzt. Ab 18.30 Uhr verwandelten Lampion-Umzüge den gesamten Park in ein Lichtermeer. Startpunkte waren die Bergsche Kirchruine, das alte Schloss, die Orangerie, der Pavillon auf polnischer Seite sowie das sogenannte Weltende. Am Ziel, der Wiese vor dem neuen Schloss angekommen, gab es dann warme Speisen und Getränke sowie musikalische Unterhaltung der Band Swingalong Weinböhler. Unterstützt wurde das Winterlichtfest wie jedes Jahr wieder von zahlreichen Vereinen und Ehrenamtlichen. Stefan Meyer, Landrat des Landkreises Görlitz, nahm am vorigen Donnerstag am Forum Deutschland Monitor in Berlin teil. Eingeladen wurde er von Staatsminister Carsten Schneider, dem Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland. Der Deutschland Monitor 23 widmet sich in seiner jüngsten Studie dem Thema Stadt und Land. Bei der Diskussionsrunde mit Bundeslandwirtschaftsminister Kim Özdemir und Julia Stückrath war das Thema Stadt und Land, Konflikte, Widersprüche, Gemeinsamkeiten? Landrat Meyer richtete in der Podiumsdiskussion den realen Blick auf die Menschen und ihr Engagement vor Ort im Unbezahlbarland. Unter dem Begriff verstehe Meyer, dass das Land nicht nur unbezahlbar schön ist, sondern dass es auch viele unbezahlbare Vorteile gegenüber dem Leben und Arbeiten in der Großstadt gebe. Für Meyer sei klar, Stadt und Land brauchen sich gegenseitig und müssen daher auch zusammengedacht werden, wenn es um politische Rahmenbedingungen geht. Gleichzeitig betont er, dass Bund und Länder die Kommunen mit ausreichend finanziellen Spielräumen ausstatten und bestehende Standards kritisch hinterfragt werden müssen, um eine dauerhafte Finanzierbarkeit halten zu können. Die Ergebnisse des Deutschlandmonitor 2023 sind im Internet einsehbar. Zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres werden seit Montag neue Änderungen im Busnetz im Landkreis Görlitz wirksam. Abfahrtzeiten von betroffenen Linien können sich nun um einige Minuten verändern. Besonders stark betroffen ist der Ebersbacher Bahnhof. Dort wird nun ein Taktknoten realisiert, bei dem einige Buslinien an die Züge im Halbstundentakt geknüpft sind. Genauere Informationen und die geänderten Abfahrtszeiten können über die Internetseite des ZWON oder der Seite von DB Regio Bus Ost nachgesehen werden. Was hat das Deutsche Zentrum für Astrophysik mit der Lausitz, gar mit der Braunkohle hierzulande zu tun? Seit dem 25. April 2023 und dem Beitrag von Lausitzwelle kurz danach ist es bekannt. Das Deutsche Zentrum für Astrophysik, DZA, siedelt sich in Görlitz an. Am Donnerstagnachmittag versammelte sich Prominenz aus Politik, Gesellschaft, vor allem der Wissenschaft, um das altehrwürdige Postgebäude als Übergangsquartier für die DZA seiner neuen Bestimmung zu übergeben. Etwa 100 Arbeitsplätze sollen erstmal entstehen. Von diesem Ort aus sollen weitere Quartiere für das Großforschungszentrum entwickelt werden. An der Eingangstür übergaben Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger
und der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer den überdimensional großen Schlüssel für diesen Interimstandort an DZA-Gründungsdirektor Günter Hasinger. In der anschließenden Podiumsdiskussion erfuhren die Gäste, was die DZA in Görlitz vorhat. Wir wollen schwarze Löcher entdecken, wir wollen erforschen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Das wollen wir hier in der Lausitz tun, so Günter Hasinger. Zwei Radioteleskope sollen künftig von Görlitz aus in Afrika gesteuert werden und die eingefangenen Daten aus dem All nach Görlitz geleitet werden. In einer Videobotschaft grüßten Mitarbeiter an diesem Teleskop die Gäste am Görlitzer Postplatz. Hallo, mein Name ist Michael Kramer. Zusammen mit meinem Kollegen Stefan Wagner freuen wir uns, schöne Grüße aus Südafrika in die Lausitz zu schicken. Wir stehen hier vor der ersten echten SKA-Schüssel, die Erweiterung von Meerkat zu Meerkat Plus. Und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit allen Partnern hier das Teleskop nutzen zu können. Wir freuen uns sehr, dass wir heute das erste Handover einer Meerkat Extension Antenne hier vor uns haben. Die Antenne bewegt sich das erste Mal. Wir haben endlich die Hand wieder an der Hardware. Das ist für uns als OAB eine ganz großartige Geschichte. Und wir grüßen mit diesem schönen Blick auf unsere erste Antenne, die wir ans Max-Planck-Institut übergeben dürfen, nach Görlitz. Wünschen viel Erfolg, viel Spaß bei der Eröffnung der alten Post in Görlitz, den Kollegen des DZA. Good afternoon, Minister. I hope you can see the dish behind us. A lot of work has gone into this, and we really, really appreciate Germany's support on the Meerkat extension and look forward to working together even more as we go into the SK phase of the project. Thank you so much for this wonderful partnership that we have. Well, there's two out of Africa, Mit über einer Milliarde Euro ist das Deutsche Zentrum für Astrophysik das größte Strukturentwicklungsprojekt in der Lausitz. Es soll dafür sorgen, dass nach Wegfall der Arbeitsplätze, die mit der Verstromung der Braunkohle 2038 verbunden sind, diese strukturschwache Gegend eine neue Blüte erleben kann. Das Trinationale Theaterfestival Dreiländereck Zittau ist einer der Höhepunkte des kulturellen Lebens in der Lausitz. Nun lockt dessen 12. Ausgabe vom 29. Februar bis 3. März Theaterbegeisterte aus Deutschland, Tschechien und Polen ins Gerhard-Hauptmann-Theater. Los geht es am Donnerstag, dem 29. Februar, mit der hauseigenen Produktion Goldzombies von Marisa Wendt. In diesem Jahr wird es erstmalig eine Festivaljury geben, zusammengesetzt aus theateraffinen Jugendlichen aller drei Länder. Am Sonntagvormittag nimmt das Animationstheater Jelina Gora das Publikum zuerst mit auf einen Ausflug in die Natur. Das Stück Hinauf in die Berge für Kinder von 3 Monaten bis 3 Jahren würdigt den Reichtum, die Schönheit und die Einzigartigkeit der Natur, des Riesengebirges. Danach geht es weiter mit tschechisch-deutschen Erzähltheater für alle ab 5 Jahren. Wes Anderson ist ein begnadeter Regisseur. Jene, die das Glück hatten, bei ihm am Set stehen zu dürfen und ihn beim Dreh beobachten konnten, hatten schnell den Eindruck, dass Anderson den Film während der Dreharbeiten bereits so sieht, wie ihn die Zuschauer im Kino erleben werden. 10 Jahre ist es her, dass der Film Grand Budapest Hotel in die deutschen Kinos kam. Und wir haben einen Mann getroffen, der den Meister selbst unbedingt dabei haben wollte. Einen echten Görlitzer. Im Februar vor 10 Jahren hatte die Filmkomödie bzw. Tragikomödie Grand Budapest Hotel Premiere. Ein Jahr zuvor wurde der Film gedreht, viele Szenen in Görlitz, so beispielsweise im ehemaligen Warenhaus am Demjaniplatz, an und in der Stadthalle. Das ehemalige Freisebad wurde zur Hotelbadeanstalt. Auch der historische Schönhof am Untermarkt, das älteste Renaissancehaus von Görlitz, wird im Hintergrund gezeigt. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Filmdrehs in der Neiße-Stadt im vorigen Jahr flimmerte der mit 4 Oscars ausgezeichnete Film im Rahmen der Camillo-Sommerkinotage im Hof des Rathauses über die Leinwand. Die Zuschauer im Rathaushof sahen gleich am Anfang des Films einem Mann beim Ersticken zu. In diesem Augenblick hob sich der Vorhang für ein häusliches Drama am Rande. Scheiße! Welches die sofortige und ungeteilte Aufmerksamkeit Monsieur Jeans erforderte. Doch offen gesagt, die meine nicht lange auf sich zog.
Während Zuschauern in aller Welt wohl ziemlich egal ist, ob es der Herr überlebt hat, ist dessen Schicksal vielen Görlitzer nicht einerlei. Denn der vom Erstickungstod Bedrohte ist ein bekannter Görlitzer. Bernhard Kremser, Zeitungsverleger der von ihm gegründeten Görlitzer Zeitung, vielseitiger Künstler, in diesem Film Darsteller. Doch Kremsers Talente reichen viel weiter. Lausitzwelle hat ihn besucht. Er spricht beispielsweise darüber, wie ihn Regisseur Wes Anderson für die Mitwirkung im Film Grand Budapest Hotel angeworben hat und über Filme, die in der Lausitz entstehen. Ich bin in einem Restaurant vom Regisseur angesprochen worden. Er möchte mich gerne haben. Also Klappe 1, die erste, das ist im Kasten, das gibt es sehr selten beim Film. Selbst wenn auf Anhieb scheinbar alles gelungen ist, wird gern nochmal wiederholt für alle Fälle. Falls man später, also dass man eine Alternative hat. In dem Falle, meine ich, haben wir zwei oder dreimal wurde gedreht. Ja. Ja, und alles war, also ging zügig über die Bühne. Ja, ich weiß nicht, 8 Minuten oder wie das so sein soll. Schon immer Theater, ja, auch semi-professionell. Ja. Und gespielt und auch für das Theater und den Film Ausstattung gemacht. Also, Kulissen, Requisiten und dergleichen. Ja, da fällt mir gerade ein, ich habe mal eine Ausstattung gemacht für eine Oper, die hat Schubert, meine ich, in jungen Jahren geschrieben. Die hat ein damals junger Mann inszeniert. Da haben meine Frau und ich alles gemacht. Die Ausstattung komplett, also fast alles. Ich meine, er ist heute Intendant irgendwo, ich meine in Zürich. Ja. Also das sind so Dinge, also ich war immer in dem Milieu unterwegs. Ja, zurzeit wird am Ende März, müsste ich jetzt nochmal nachschauen im Terminkalender, gibt es eine Premiere, da habe ich eine Hauptrolle gespielt, einen Episodenfilm. Der Titel lautet Ein Feuerwerk für eine Kleinstadt. In Spremberg gedreht, von der Produktionsgesellschaft Lusatia oder in Englisch Lusatia. Ja, also eine ganz komödiantische Angelegenheit. Da spiele ich einen Jubilar, einen gehörnten Ehemann. Anlässlich seiner goldenen Hochzeit wird das Unheil offenbar. Also unter großer Anteilnahme der Spremberger Einwohnerschaft ist das dort in 5 Episoden gedreht worden. Und eines habe ich so mitbekommen, das scheint ganz schön geworden zu sein, also ein Spielfilm. Ich möchte gerne einen Film machen hier, aber dazu sage ich noch nichts. Ich arbeite daran. Es gibt ein Momentum dazu schon. Für die Handlung des Films Grand Budapest Hotel hat sich Regisseur Wes Anderson übrigens durch Bücher des Autors Stefan Zweig inspirieren lassen. Sie wurde in der Republik Zubrowka angesiedelt, einem fiktiven Staat an der östlichsten Grenze des europäischen Kontinents, unterhalb des alpinen Sudetenwaldes während der Zwischenkriegszeit. Die zentrale Rolle der Handlung nimmt das titelgebende Grand Budapest Hotel ein. Für Ende März ist die Premiere des Lusatia-Films vorgesehen. Worum es in dem Film geht, ist bisher noch geheim. Doch Lausitzwelle wird dabei helfen, das Geheimnis zu lüften, sobald die Zeit dafür gekommen ist.
Liebe Zuschauer, das war die Regionalzeit aus Niederschlesien und dem Zittauer Gebirge. Morgen sind wir für Sie in der Niederlausitz und im Elbe-Elsterland. Wir freuen uns, wenn Sie ab 18.30 Uhr wieder einschalten. Einen schönen Abend. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.